In diesem letzten Video zum aktuellen fünften Update im Jahr 2022 geht es vordergründig um die Meldung einer Fernmetastase. Da haben wir nämlich in den letzten Wochen einige Erleichterungen und Beschleunigungen programmiert für Sie. Aber da es bei der Meldung der Fernmetastase mehrere Wege gibt, die nicht nur für diesen Anlass in TumorScout möglich sind, und da das zu den Prinzipien von TumorScout gehört, haben wir uns überlegt, dass wir Ihnen jetzt in diesem Video weit über die Fernmetastase hinaus erläutern, wie das überhaupt funktioniert in TumorScout. Die Fernmetastase dient dann als Beispiel. Hier die Inhaltsangabe, also viele, vor allem zwei Wege führen zur Meldung. Der erste Weg ist ohne explizite Nennung eines Anlasses direkt in der PATV, Patientenverwaltung. Und der zweite ist über den Import. Alle, die den Import kennen, wissen, dass sie dort die Patienten angezeigt bekommen und sie dann vom Anlass kommend, also aus dem Anlass heraus, die notwendigen Informationen eingeben. Wichtig zu verstehen ist, das führt zum selben Ziel. Am Ende haben Sie zu einem Patienten einen neuen Anlass eingerichtet und nach Möglichkeit abgeschlossen. Ich habe dazu auch dieses Schaubild, das Ihnen das Prinzip so ein bisschen erläutern soll. Es gibt bei den Krebsregistern 6 unterschiedliche Formulare. Die gab es schon als Papierformulare. Diese Formulare enthalten unterschiedliche Felder, um unterschiedliche Angaben zu machen. Bei einer Operation müssen Sie zum Beispiel die OPS-Nummer angeben, bei der Strahlentherapie die Dosis und bei der systemischen Therapie die Wirkstoffe. Deswegen gibt es unterschiedliche Formulare, die sind hier aufgeführt. Diese Formulare auszufüllen, ist letztlich die Arbeit von TumorScout. Wenn die ausgefüllt sind, dann können Sie die, wenn Sie die freigegeben haben, komplett über TumorScout ans Krebsregister übermitteln. Die Idee der Anlässe, hier unten diese aufgeführten, schwarz geschriebenen Begriffe, die ich hier teilweise abgekürzt habe, sind die Anlässe. Das ist im Grunde eine Abstraktion, die Ihnen den Prozess erleichtern soll. Also es gibt zum Beispiel die unauffällige Nachsorge, die Statusänderung Metastase, den Tod. All diese Anlässe führen dazu, dass ein Formular vom Typ Untersuchung ausgefüllt wird und fertiggestellt wird. Nun jetzt, damit Sie jetzt diesen Unterschied verstehen, dieses Bild hier oben. Jedes Formular hat eine vollständige Version mit ganz vielen Feldern. Also alle Felder, die überhaupt für irgendeinen Fall mal ausgefüllt werden müssen, wenn zum Beispiel das Ergebnis einer Untersuchung gemeldet werden soll. Da kann eine neue Fernmetastase drunter sein, da kann eine Progression darunter sein, können irgendwelche Veränderungen des allgemeinen Gesundheitszustands, also das kommt ja alles in die Untersuchung. Wenn Sie zum Beispiel eine Rebiopsie gemacht haben, eine neue Histologie, ein neuer TNM, das kommt alles in das Formular Untersuchung. Aber je nach Anlass müssen Sie nur bestimmte Teile davon ausfüllen und den Rest können Sie ignorieren. Deswegen haben wir uns Folgendes überlegt. Jedes Formular hat ein Basisformular mit den Pflichtangaben, die in jedem Formular immer unbedingt angegeben werden müssen. Und welches das sind, das hängt vom Anlass ab. Das heißt, wir haben uns überlegt, dass wir zu jedem vollständigen Formular Teilformulare definieren, die Sie im Import angezeigt bekommen. Da sind dann wesentlich weniger Angaben nötig und wenn die ausreichen, sind Sie sehr viel schneller fertig und um den Rest kümmern wir uns. Das wird nämlich dann, dass das, was Sie in das Basisformular eingegeben haben, wird in das vollständige Formular eingebettet. Nun, das zeige ich Ihnen jetzt am besten anhand des Beispiels Fernmetastase. Wir fangen an mit diesem Weg über die Patientenverwaltung manuell und da haben Sie diese Anlässe nicht, sondern da haben Sie nur ein Untersuchungsformular und eine Meldung der Fernmetastase, einer neu aufgetretenen Fernmetastase, ist ja eine Meldung, die im Ergebnis einer Untersuchung entsteht. Nicht Erstdiagnose, ist keine Tumorkonferenz. Also nochmal zu dieser Inhaltsangabe über die Patientenverwaltung ohne explizite Nennung des Anlasses. Fernmetastase ist also eine Meldung vom Typ Untersuchung. Ich gehe zu TumorScout, gehe hier, sehen Sie, bin ich gerade im Import, ich gehe in alle Patienten und nehme jetzt irgendeinen Patienten raus, völlig egal, Wolfram Abend, der hat eine C61 beispielsweise. Ich klicke hier in der Patientenverwaltung in den Bereich Untersuchung zu der passenden Diagnose, C61, hier rein. Dann sehen Sie die Details zur C61 zur Untersuchung. Da gibt es schon zwei vorhandene Bögen, also einer ist schon freigegeben, der andere ist gerade in Bearbeitung. Und ich öffne jetzt einen neuen Bogen. Und habe jetzt hier das komplette Formular. Also all das, was Sie hier sehen, Anmerkung Tod, Modul allgemein, allgemeiner Leistungszustand, Fernmetastase und so weiter, das ist, wenn ich hier zurückgehe, das vollständige Formular. Denn mehr habe ich oder weniger. Also keine Alternative habe ich nicht in der Patientenverwaltung. Ich habe das vollständige Formular und muss jetzt überlegen, was muss ich denn angeben, wenn ich eine neue Fernmetastase melde. Nun, das fängt mit dem Untersuchungsdatum an. Angenommen, das war am 6.06.22, sobald ich das Datum eingebe, wird das Formular hier eingerichtet, dann sehen Sie das. Und jetzt
können wir ja mal durchgehen, was denn für eine Fernmetastase passt. Also eine Gesamtbeurteilung, Tumorstatus, keine Änderung, ist hier so der Default, die Ausgangsangabe. Die stimmt natürlich nicht, denn wenn eine neue Fernmetastase aufgetreten ist, muss das geändert werden. Hier haben wir etwas zum Thema Fernmetastasen, Modul Prostata, Datum, PSA-Wert, Gleason-Score, na, das wird wahrscheinlich nicht relevant sein, Histologie wird nicht relevant sein, in der Regel TNM wird relevant sein. Ja, denn eine neue Fernmetastase heißt mal mindestens M1, Fernmetastase, klar, da müssen Sie sagen, welche Fernmetastase das ist. So, und um Ihnen jetzt die Arbeit zu erleichtern, das ist jetzt neu programmiert, können Sie hier einfach in Tumorstatus Fernmetastasen gehen und R neu aufgetretene Fernmetastase auswählen. Wenn Sie das machen, sehen Sie das, was passiert. Jetzt steht nämlich hier Progression, da stand vorher keine Änderung. Tumorstatus Primärtumor, Lymphknoten ist gelöscht. Wir haben TNM geöffnet, ein aktuelles Datum eingetragen und hier steht schon CM1. Natürlich müssten Sie das ergänzen, wenn Sie auch über den Tumor Primärtumor und über die Lymphknoten neue Erkenntnisse haben. Sie können aber, wenn das alles ist, was Sie wissen, es dabei auch belassen. Allerdings müssen Sie natürlich noch die Fernmetastase angeben und das Datum haben wir Ihnen wieder abgenommen, das haben wir da schon eingetragen. Denn das ist das, was ich nur einmal eingegeben habe. Das verwenden wir wieder, das verwenden wir in TNM wieder, das verwenden wir hier wieder. Das wird alles separat übertragen ans Krebsregister. Sie müssen es nur einmal eingeben. Lokalisation wählen Sie hier raus, angenommen, das war eine Knochenmetastase am 6.6. Und damit sind Sie, wenn alles andere unverändert ist, ja, Sie können natürlich noch den allgemeinen Leistungszustand, wenn Sie das möchten, ECOG 1 oder sowas hinzunehmen, und dann können Sie diesen Anlass freigeben. Geben hier einfach grün frei und fertig ist das. Das war die Eingabe über die Patientenverwaltung manuell. Geht, sehr schnell gemacht. Das heißt, wenn Sie keinen Import haben, wenn Sie zum Beispiel keine automatische Extraktion aus dem Arztinformationssystem haben, dann funktioniert das natürlich prima. Ein bisschen anders und wahrscheinlich noch ein bisschen schneller geht das über den Import. Da wir uns das jetzt hier ausgedacht haben, diese Anlässe, das ist ein Grund, das müssen Sie verstehen, das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn wir sagen Statusänderung und Statusänderung Metastase, das ist natürlich, das überschneidet sich. Sie können darüber oder darüber gehen und genau das zeige ich Ihnen jetzt. Sie können über die Statusänderung Metastase als Anlass gehen und über die Statusänderung und was dann passiert, sehen Sie jetzt hier. Ich habe mir einen Patienten hier ausgedacht, das ist der Herr, so einer unserer Testpatienten, das ist der Herr Daschner, Ferdinand Daschner. Der ist deswegen ganz gut geeignet im Import, der hat eine C61, weil wir im Import entdeckt haben, dass Sie also als Arzt die C79.5 dokumentiert haben. Das ist ja der ICD-10-Spezialcode, um festzustellen oder zu dokumentieren, dass der Patient eine Knochenmetastase hat. Das haben wir also herausgeholt aus Ihrem Arztinformationssystem und bieten jetzt deswegen an, da wollen Sie daraus nicht eine Meldung machen. Wir haben auch das Datum rausgeholt, 24.11.2016 in diesem Fall, das ist eine alte Diagnose, haben wir diese 10.975 gefunden. Was Sie jetzt noch tun müssten, hier sehen Sie den Meldeanlass, ja, erinnern Sie sich, Meldeanlass Statusänderung Metastase, Statusänderung Metastase steht, da ist also schon fest, können Sie auch gar nicht verändern, denn das ist jetzt unter der Rubrik mögliche Meldeanlässe. Zu den zusätzlichen manuellen Meldeanlässen komme ich gleich. Dann können Sie also die Statusänderung Metastase hier nicht verändern, weil das genau dazu passt. Sie müssen nur noch die Diagnose wählen. In diesem Fall gibt es nur die eine. Und jetzt könnten Sie das gleich freigeben. Aber was Sie da freigeben, das schauen wir uns doch jetzt nochmal an. Ich gehe in die Details. Und was sehen Sie da? Wir haben das ausgefüllt. Neu aufgetretene Fernmetastase. Wir haben Progression als Gesamtbeurteilung ausgefüllt. Sie sehen zu dem Datum 24.11. die Lokalisation OSS, die wir aus der 79.5 abgeleitet haben. Wir haben wiederum zum selben Datum, das kennen Sie jetzt schon aus der manuellen Eingabe, CM1 eingeführt. Und Sie sehen aber, alles andere steht hier nicht. Das heißt, diese Angaben, TNM, Fernmetastase und diese Kopfdaten, sind die einzigen, die Sie in diesem Formular finden. Das ist also dieses Basisformular. Und wenn Sie das aber machen, 24.11.16 für Herrn Daschner, das jetzt hier grün freigeben, dann wird das natürlich bei Herrn Daschner in der Patientenverwaltung eingebettet in ein vollständiges Formular. Damit Sie das gleich nochmal in ganzer Pracht sehen, zeige ich Ihnen noch, wie das aussieht, wenn Sie über zusätzliche manuelle Anlässe gehen. Auch da können Sie wählen zwischen Statusänderung und Statusänderung Metastase. Also alle Anlässe, die Sie hier sehen, das sind die Anlässe, die hier unten stehen. Bis auf Diagnose, das hat eine Sonderrolle, denn da gibt es kein Basisformular. Aber das sprengt jetzt hier so ein bisschen den Rahmen. Also diese beiden sind Statusänderung und Statusänderung Metastase, Sie in Frage kommenden. Da oben stehen Sie. Ich wähle Statusänderung Metastase zur C61.
Naja, und da wir jetzt die automatisch vorgeschlagen am 24.11.2016 hatten, gehen wir jetzt mal hier weiter im aktuellen Jahr, 7.06.22 zur C61. Jetzt kann ich das noch nicht freigeben. Warum nicht? Nun, vorhin hatten wir ja aus dem Arztinformationssystem die Lokalisation, nämlich die Knochenmetastase über die 79.5 gefunden. Bei der freien Eingabe im Import haben wir das natürlich nicht. Aber wenn Sie die nicht angeben, die Lokalisation, fehlt eine Pflichtangabe. Also in die Details gehen und das kennen Sie nun schon, das haben wir alles so ausgefüllt. Wenn Sie wollen, können Sie ja noch einen PSA-Wert eingeben. Und hier wird auch angezeigt, Pflichtfeld, Lokalisation. Knochenmetastase hatte der arme Kerl schon, jetzt geben wir ihm noch eine Lebermetastase. M1 bleibt so, wenn das nicht passen würde, wenn da noch irgendwas anderes anzugeben wäre, könnten Sie das natürlich wählen. Das ist also nicht Ausdruck dessen, was wir wissen, sondern Ausdruck dessen, was mindestens angegeben werden muss, um Sie dabei zu unterstützen, dass Sie das nicht vergessen. Und auch hier endet das Formular, also erneut diese Sicht, das Basisformular im Import. Und schon können Sie es freigeben. So, das war jetzt die Statusänderung Metastase. Sie könnten natürlich auch, würden Sie in der Regel nicht machen, aber Sie könnten auch die normale Statusänderung, also die ganz allgemeine Statusänderung wählen. Und das ist das abschließende Beispiel. Sie gehen hier in Statusänderung. Um das unterscheiden zu können, gehe ich jetzt nochmal einen weiteren Tag weiter. Hier oben sehen Sie, wird das immer gesammelt, 24.11. die Knochenmetastase und so weiter. Knochen wird hier oben in der Übersicht nicht angezeigt, aber das haben wir ja im Kopf. Und alleine über die Statusänderungen gehen Sie in die Details. So, was Sie jetzt sehen ist, hier steht zwar auch das Modul Prostata, was der C61 ist, Progression ist in der allgemeinen Aussage unbekannt, 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 weil das der häufigste Fall ist bei einer Statusänderung zur C61. Da begründen Sie nämlich die Progression nur mit dem PSA-Wert, da müssen also keine weiteren Angaben gemacht werden. TNM steht hier auch, aber Sie sehen, es steht hier keine Angabe zur Fernmetastase, denn in einem solchen allgemeinen Fall brauchen Sie das nicht. Das heißt, dieses Basisformular ist hier noch kleiner bei einer allgemeinen Statusänderung. Die Angabe zur Fernmetastase fehlt nämlich. Aber auch hier haben wir nun Folgendes gemacht. Wenn Sie das darüber machen, ist für Ihnen überlassen, wollen wir Ihnen nicht vorschreiben. Und jetzt wählen neu aufgetretene Fernmetastase. Sehen Sie, dass wir auch jetzt alles andere, Progression, unbekannt haben wir gelassen, ist auch wurscht, ja, das können Sie ändern, wenn Sie wollen. Wir haben Sie jetzt eingeladen, mit dem vorgegebenen Datum die Lokalisation auszuwählen. Jetzt kriegt er halt noch eine Lymphknotenmetastase. Und auch hier steht der TNM schon drin. Wenn Sie das jetzt hier freigeben, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, für den Ferdinand Daschner mit der 23615 in die Patientenverwaltung zu übernehmen. Und wenn wir uns den jetzt in der Patientenverwaltung angucken und mal hier den Patienten suchen, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also jetzt sind wir wieder hier oben in dem Bereich, in dem wir gerade schon waren. Und jetzt gucken wir uns den Patienten, für den wir drei neue Anlässe über den Import quasi halbautomatisch eingefügt haben, über die Angabe von Basisformularen, wie das jetzt in der Patientenverwaltung ausschaut. Wir gucken uns den also jetzt an, klicken den an und haben hier unter dem Navigationspunkt Untersuchung diese drei Angaben. Wenn wir uns die jetzt anklicken, 24.11., da steht die Knochenmetastase, am 7.6. steht die Lebermetastase und am 8. steht die Lymphnodenmetastase. Und Sie sehen, das ist alles eingebettet in das vollständige Formular. Wenn Sie jetzt hierzu noch eine zusätzliche Angabe machen wollten, die Sie nicht eingeben konnten, weil in dem Basisformular ja einfach nur Basisangaben drin sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel jetzt am 8.6. noch sagen wollten, dass der Leistungszustand sich verschlechtert hat, dann hätten Sie entweder im Import bereits auf Gelb geklickt, dann wäre das Gelb und könnte weiter bearbeitet werden. Wenn Sie erst später feststellen, naja, eigentlich wollte ich da ja noch dran arbeiten, ich habe es verfrüht auf Grün gestellt, dann wählen Sie es erst hier aus, klicken hier auf Gelb, öffnen den allgemeinen Leistungszustand, geben jetzt ein ECOG 2 an und geben es dann wieder frei. Sehen Sie, jetzt ist es gelb, weil jetzt ist es in Bearbeitung und durch Freigabe ist es fertig. Soweit für den Moment. Ich denke, das ist ausreichend und gilt natürlich allgemein gesprochen nicht nur für die Fernmetastase, sondern für alle Anlässe. Denken Sie immer dran, wenn Sie im Import unterwegs sind, all das, was Sie im Import machen, können Sie auch in der Patientenverwaltung machen. In der Regel geht es schneller, wenn auch nicht sehr viel schneller. Und durch das, was wir jetzt neu programmiert haben, geht zumindest mal die Fernmetastaseneingaben auf beiden Seiten ganz besonders schnell. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.